Moin Leute und willkommen zum letzten Workout. Heute heißt es nochmal Gas geben und ich habe euch gesagt, heute ist ein Special. Warum? Wir werden natürlich die 10 Minuten und die Intervalle nicht ändern. Wir werden aber ein Workout mit Warmmachen, Hauptübungen und Cooldown inszenieren. Davon habe ich mehrere Workouts online und dazu gleich mehr. In 3, 2, 1 geht's los und wir fangen uns an, uns warm zu machen. So sollte euer Workout bestenfalls aussehen. Natürlich kann man die ohne Equipment-Übung, auch ohne dolles Warmmachen machen. Man sollte aber tendenziell wirklich Cooldown mit einlegen, Warm-up. Ist immer am besten. Davon habe ich auch, wie gesagt, einige Workouts online. Checkt das unbedingt in den Playlisten ab. Und wir geben die 10 Minuten nochmal Gas. Das ist die erste Übung. Wir haben noch 5 Sekunden auf der Uhr. Und kurz Pause. Wir machen noch eine zweite Übung zum Aufwärmen, um den Puls hochzuschießen und gehen in den Hampelmann. Das macht doch Laune. Puh. 31 Workouts, 31 mal 10 Minuten. Jeder, der bis hierhin gekommen ist, kann wirklich richtig stolz auf sich sein. Hoffe, dass das Gefühl, das Bodygefühl sich verbessert hat, je nachdem, welche Ziele ihr habt. Sei es Fettreduktion, sei es fit werden, Kraft aufbauen. Für alles sind die Homeworkouts optimal geeignet. Wir gehen runter und bauen unsere Main-Hauptgang-Main-Übungen ein und beginnen mit der Lieblingsübung, der Plank. Die habt ihr schon recht oft bei mir in den Workouts gesehen und wie gesagt, kann ich nur empfehlen, diese zur Routine zu machen. Für alle die jetzt sich selber sagen, ja, Trainingsplan ist durch, ich habe es durchgezogen, das langt jetzt für das Jahr 2022 oder je nachdem, wann ihr das euch anguckt. Ah, es ist eine schlechte Einstellung. Wie gesagt, das Mittel zum Zweck, Key ist, die Workouts zur Routine zu machen, diese wirklich in den Alltag zu integrieren. Dann tun sie nämlich noch weniger weh und ihr seht mehr die Vorteile. Routine ist immer einfacher, als sich neu etwas anzugewöhnen. Wir machen weiter mit der nächsten Übung und das sind die Liegestütze. Schön kontrolliert. Schön darauf konzentrieren. 15 Sekunden sind um. Noch. Fünf Sekunden noch. Und Pause. Wir legen uns glatt auf den Bauch. Und gehen mit dem Oberkörper schön hoch. Noch 15 Sekunden,
der fünften Übung. Und Pause. Wir drehen uns einmal. Und gehen in den Russian Twist. Von links nach rechts. Oder andersrum, wie ihr wollt. Sechste Übung von 10. Mehr als die Hälfte ist geschafft. Fünfzehn Sekunden noch. Und Pause. Wir machen etwas für die Arme. Bleiben in dieser Position. Vorne hochkommen. Und schön runtergehen. Trizeps ist gefragt. Ihr könnt auch die Beine etwas weiter strecken. Noch 20 Sekunden in der siebten Übung. Noch 5 Sekunden und Pause. Kommt schon ordentlich ins Schwitzen. Auf geht's in die 8. Übung und danach sind 2 Übungen. Cool down. Wir lehnen uns etwas zurück und gehen nochmal auf die Beine, auf den Bauch und ja, kicken unsere Beine mal leicht in die Luft. Noch 15 Sekunden. So, und wir kommen zum Cool Down. Schön die Fußspitzen ranziehen. Und versuchen, so weit wie möglich nach vorne zu kommen. Wie gesagt, ich erwähne es gerne in jedem Stretching und dem Workout. Ich bin nicht das beste Beispiel dafür. Ich muss weiter daran arbeiten, aber umso wichtiger ist es, dass ihr das macht. Zehn Sekunden noch. Und wir kommen zur letzten Übung, die weniger mit Stretchen, sondern ja doch auch den Stretchen. Wir wollen nochmal die Wirbelsäule entspannen. Legen uns auf den Rücken, Hände über die Knie und schön rüberrollen. Sollte richtig entspannt sein. Es entlastet die Wirbelsäule. Zehn Sekunden noch.
das war die letzte Übung von meinem Trainingsplan. 31 Workouts, 31 Tage. Glückwunsch an jeden, der es geschafft hat. Wie geht es jetzt weiter? Wie gesagt schon, wie ich es erwähnt hatte, macht es zu eurer Routine. Probiert euch an den nächsten Workouts. Ich werde euch nochmal meine Motivationsplaylist auf Deutsch, glaube ich, hier oben markieren. Klickt da gerne drauf. Es sind viele weitere Herausforderungs-Workouts online, die eure Kraft, eure Fettreduktion, euren Muskelaufbau unterstützen. Bleibt dran, gebt mir gern Feedback zu dem Trainingsplan. Auch ja, Verbesserungswünsche, Kritik ist erwünscht. Schreibt mir eine DM auf Instagram oder in den Kommentaren auf YouTube. Und dann sehen wir uns zu den nächsten Workouts. Vielen Dank fürs Mitmachen und bleibt fit.